Auch dieses Jahr haben wir wieder Leistungssportler bei uns an der Julius-Springer-Schule. Und wie jedes Jahr stehen diese Schüler vor der großen Aufgabe, einmal das Ziel, gute Leistung an der Schule zu erbringen, aber auch sportliche Leistung auf Weltniveau zu erreichen. Und dabei wollen wir sie unterstützen. Was auf alle Fälle auf Sie zukommen wird, sind Freistellungen. Daher möchte ich Ihnen kurz erklären, wie der Ablauf einer Freistellung bei uns an der Schule organisiert ist. Im Normalfall kommt die Freistellung direkt von dem Landes- oder Bundestrainer sowie aber auch vom Herrn Zürn vom Olympiastützpunkt und wird zugesandt dem Sekretariat und mir als Leistungssportkoordinator. Das Sekretariat gibt diese Freistellung, diesen Antrag an Herrn Liebler weiter, der diesen genehmigt. Ebenfalls wird natürlich die Abteilungsleitung Frau Wagner informiert. Ist die Genehmigung erfolgt, dann sendet das Sekretariat diese Freistellung an den Klassenlehrer weiter und da möchte ich auch jeweils immer den Klassenlehrer bitten, dies jedem Fachlehrer per E-Mail zukommen zu lassen und es natürlich auch im Klassenbuch zu vermerken. Der Schüler wird dann zusätzlich mit diesem Dokument auf die Fachlehrer zukommen und zwar genau für diese Tage, wo er genau weiß, dass er fehlen wird. Er wird damit versuchen zu dokumentieren, welche Tage er nicht im Unterricht teilnehmen kann und natürlich auch, welchen Stoff er verpasst und was er im Buch oder auch welches Arbeitsblatt er nacharbeiten muss. Da möchte ich natürlich jeden Fachlehrer bitten, die Schüler dahingehend zu unterstützen, ihnen das Arbeitsmaterial vielleicht auch schon im Voraus zur Verfügung zu stellen oder aber im Nachgang ein Arbeitsblatt aufzubewahren und vielleicht nochmal auf die Schwierigkeiten des Themas oder die Besonderheiten hinzuweisen. Damit eine möglichst gute Planung möglich ist, haben wir auch den Athleten einen Kalender zur Verfügung gestellt, mit der Bitte, zusammen mit den Bundestrainern die Termine festzulegen, um eventuelle Überschneidungen von Klassenarbeiten oder auch Prüfungen frühzeitig zu erkennen. Des Weiteren werden die Athleten auch diese Notenübersichtsliste führen, die sie eventuell schon aus dem Logbuch kennen. Hier werden die Noten eingetragen aller Fächer und vor allem auch mit der farblichen Markierung, damit man sofort erkennen kann, ob sich die Noten verschlechtern und hier rote Bereiche auftauchen oder aber ob alles im grünen Bereich ist. Unser Ziel, unsere Aufgabe ist es wirklich, die Schüler zu unterstützen und versuchen, dass sie eben nicht nur für Deutschland an den Start gehen können und gute Leistungen erbringen, sondern dass sie auch ihren Schulabschluss schaffen, den auch mit möglichst guten Noten. Abschließend möchte ich Sie einfach auch nochmal um Verständnis bitten. Von den Athleten und Schülern wird wirklich sehr viel verlangt. Sie trainieren nicht nur 20 bis 30 Stunden die Woche und fahren auf Turniere und Trainingsvorbereitungen, sondern natürlich auch wir von der Schule erwarten eine Beteiligung am Unterricht, gute Noten und die Leistungen, die eigentlich die anderen Schüler auch bringen sollen. Aber ich denke, manchmal ist es wirklich wichtig, Verständnis zu haben und vielleicht auch mal den Schülern entgegenzukommen, wenn es nicht so gut läuft. Sollten Sie das Gefühl haben, dass ein Schüler nicht in der Lage ist, unser Ziel zu erreichen, also auch den Abschluss zu schaffen, dann sprechen Sie mich bitte frühzeitig an, damit einmal ich den Schüler unterstützen kann, wir aber auch die Unterstützungssysteme, die wir am Olympiastützpunkt haben, gezielt einsetzen können. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass alle Athleten nicht nur Top-Athleten für Deutschland werden, sondern auch das Ziel BK1 oder BK2 erreichen können. Ich bedanke mich schon jetzt für Ihre Unterstützung.